ist praktisch, schnell und sicher. Der Flughafen Wien-Schwechat, der größte und bekannteste Flughafen Österreichs. Seine Angriffspunkte, die Flugverkehrsbelastungen. Um diesen entgegenzuwirken, arbeitet der Wiener Flughafen regelmäßig an verschiedenen Umweltaktivitäten. Was wird hier denn alles getan? Wir lassen unter anderem jährlich eine CO2-Bilanz erstellen, woraus dann auch entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden können, um unsere CO2-Emissionen zu reduzieren. So betreiben wir zum Beispiel eine der größten Erdgasflotten Niederösterreichs. Wir haben ein Energieeffizienzteam bei uns am Standort, wo wirklich Mitarbeiter der unterschiedlichsten Bereiche, ob jetzt Haustechnik, Facility Management oder auch aus dem administrativen Bereich, ständig nach Möglichkeiten suchen, energieeffiziente Maßnahmen umzusetzen. Und daraus resultierend sind wir jetzt dabei, am Standort ein Umweltmanagementsystem, EMAS, einzuführen. Zur Routine gehört auch der Besuch bei einer der 15 fixen externen Messstationen um das Gelände des Wiener Flughafens. Wir sind damit in der Lage, wirklich Fluglärmereignisse in der Umgebung zu messen und die Vor-Ort-Lärmsituation festzustellen. Also hier bekommen wir eine Information über sämtliche Schallpegelparameter. Wir definieren im Vorfeld, wie ein Schallereignis auszusehen hat, also eine bestimmte Einwirkdauer, einen bestimmten Schwellwert, und dann wird dieses Lärmereignis einmal grundsätzlich und theoretisch als Fluglärmereignis abgespeichert. Diese Lärmdaten verschneiden wir mit tatsächlichen Flugspuren und da wird dann geschaut, ob zu dem Zeitpunkt, wo ein Lärmereignis festgestellt wurde, auch tatsächlich ein Flugzeug im Nahbereich war. Oder ob es vielleicht doch nur ein Zug war. Diese und natürlich auch alle anderen Daten werden von der Umweltmanagementabteilung des Flughafens gesammelt. Sie dienen in weiterer Folge dem sogenannten Dialogforum des Wiener Flughafens. Unter dem Dialogforum dürfen Sie sich einem Verein vorstellen, in dem auf freiwilliger Basis Anrainer Gemeinden, die Bürgerinitiativen am Interessensausgleich arbeiten mit der Flugverkehrswirtschaft. Ziel des Dialogforums ist es, sozusagen Maßnahmen zu finden, um die Flugverkehrsbelastungen so gering wie möglich zu halten und das im Konsens mit der Anrainerschaft eben auszumachen. Und damit können wir uns auch wieder ruhigen Gewissens einer der schönsten Dinge des Lebens widmen, dem Reisen. So, lala, ich lasse mich jetzt hier für die Urlaubssendung noch ein bisschen inspirieren. Wir sehen uns das nächste Mal wieder wie gewohnt bei Holidays. Ich freue mich drauf.